Ich sehe kein unteres zu separieren. So. Das darfst du mal genau. Ja. Ja, gut, dass du mir die Gedanken. Oh Gott. Ja, damit wäre es so, ja. Ja. Was? Was willst du mir? Ja, es dauert nur noch 5 Minuten. Dann habe ich, hab ich meinen Gedankengang rausgehauen. Es läuft schon, ja? Es läuft, ja. Oh, cool. Hallo! Hallo! Ich freue mich total, weil wir kommen jetzt dazu, was wir schon eben vor 4 Tagen, schon vor 4 Tagen gefreut haben. Richtig. Und ja, ich freue mich total, dass die Nicole bei mir ist. Zu Besuch. Jo. Und wir haben einfach über tausende Sachen gesprochen, so in den letzten Tagen. Über so viel. Wir haben festgestellt, wir hätten die Kamera eigentlich die ganze Zeit laufen lassen können. Ja. Und so ein What we say in a day. What we speak in a day. Genau. What we speak in a day machen können. Genau. Ja. Also von daher, ihr habt ziemlich viel verpasst, aber ich denke, wir werden das in eigenen Gedanken bestimmt noch irgendwann in Videos verpacken. Genau. Und ja, jetzt haben wir uns ein spezielles Thema vorgenommen. Ja, wir haben uns so an einem Thema, das fanden wir einfach mega, mega spannend. Sorry für mein Deutsch, das ist so ganz normal, dass ich dann einfach irgendwann so keine ganzen Sätze rede. Wir sind auch hier noch dabei, nicht mehr so à la carte zu sein. Mit Tee und Datteln, genau. Ladies. Direkt ganz früh morgens und yeah, genau. Das Thema ist so, tust du etwas in deinem Leben, was du nicht tun würdest, wenn du schon an deinem Ziel angekommen wärst. Also Ziel ist ganz allgemein gemeint, also genau. Es kann alles sein. Aber es gibt da so, sage ich mal, Themen, die oft aufkommen, hier so auch in der veganen oder High-Carb-Community. Eben so das Erste, was da so oft fällt, ist eben Sport und Ernährung oder Bewegung und Ernährung. Und da haben wir uns echt so gefragt und haben es auch selbst für uns persönlich spannend gefunden, leben wir jetzt gerade was anderes, als wir tun würden, wenn wir schon bei unserem Ziel wären? Genau, also quasi machen wir auf täglicher Basis Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen, aber denken, dass sie uns schneller an unser Ziel bringen. Ja. Oder? Könnte man ja, so sagen? Ja, genau, so kann man das gut sagen, denke ich auch. Das ist ja auch so dieser Satz, den man oft hört. Dieser Satz, oder nein, nicht hört, aber ich denke mal, viele denken es so, oh, irgendwann, dann sehe ich so aus wie Freddy. Nicht ganz genau, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist so dieses, oder vielleicht auch wie jemand anderes, Banana Blondie oder sonst irgendein Vorbild so. Oder ist bin ja auch, ich so fit wie Harley genau, oder so? Genau. Ja, ich genau. Ja, ganz genau, klar. Und einfach so die Leuten, denen man hinterherfiebert und die einem die Motivation geben, und das ist ja auch gut, ja? Das ist sehr gut. Aber ja, die Frage ist halt eben, ob man, um dieses Ziel zu erreichen, andere Wege geht, als man gehen würde, wenn man dieses Ziel schon erreicht hat. Und da sind wir drauf gekommen, als ich mit Nicole so drüber geredet habe, über meine persönliche Baustelle gerade so, dass ich halt wirklich versuche, genau die richtige Balance zu finden zwischen Bewegung und Nichtbewegung. Und weil ich ja eben diesen Burnout hatte und mich halt extremst überfordert hatte und genau, es da quasi schwer finde, einfach rauszufinden, was mein Körper mir eigentlich sagt und was gerade dran ist. Und nicht so diszipliniert zu sein und zu sagen, ich habe meine Routine und die ziehe ich durch und ich weiß, ich fühle mich ja danach besser. Genau. Und ich weiß, es ist so voll, dann bin ich stark und so. Dein Problem einfach auch. Zu viel Disziplin, genau. Das war immer mein Problem. Und das ist auch, glaube ich, der einzige Grund, warum ich da überhaupt zu weit gegangen bin, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Und genau, das ist halt so ein Bereich, wo man halt, wie ich immer wieder merke, Wege gehen kann oder wo sich Gedanken auch von hinten so reinsneaken können in den Kopf, die eigentlich da fehl am Platz sind. Genau. Und die dir sagen, also so, die irgendwie vom Ego kommen und sagen, wenn du das und das auch noch, dann würdest du würdest ein Stück schneller sein dann, weil man will ja alles am besten schon gestern. Genau. Und ja, an einigen Momenten des Tages fällt es vielleicht schwer, sich so in der Situation, wie man gerade ist, noch zu akzeptieren, wo man ja weiß, man arbeitet ja dran, es wird ja, es ist ja ein Langzeitding, man hat ja Langzeitziele, aber
irgendwie kommt dann immer noch dieses, es wird noch ein Tick schneller gehen, wenn ich bestimmte Sachen mache. Und ob das jetzt Sport ist und du jetzt sagst, ja, heute draußen scheiß Wetter hier in Frankfurt, eigentlich will ich jetzt nicht so, aber naja, dann habe ich ja diese Woche nur 2 Stunden Sport gemacht. So. Genau. Und ich war ja vorgestern schon faul und irgendwie... Genau, ich hatte ja gestern schon Rest Day. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder faul sein, ja? Genau. So. Ja, und das, da muss man einfach, oder haben wir halt rausgefunden, wäre es einfach cooler und selbstliebender und selbstwertschätzender, einfach zu sagen, Mensch, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich schon an meinem Ziel und nehme mir den Druck komplett raus. Genau. Weil ich weiß, das schadet mir einfach unglaublich. Weil ich weiß, wenn ich mich da jetzt nach draußen begebe, dann ist das eine richtige Überwindung. Und dann muss ich mich richtig in den Arsch treten und sagen, ja, komm, aber es ist doch für einen guten Zweck, nicht? Das fand ich auch voll gut, was du da gesagt hattest. In deiner Memo. Dass es so, dass du meinst, sobald ein Fünkchen Zwang aufkommt, ja, genau. dann mache ich es aus Prinzip nicht. Weil dann mache ich es ja nicht aus... Liebe, oder da mache ich es ja nicht, weil ich jetzt mich bewegen will, sondern ich mache das, weil ich mein Ziel erreichen will. Richtig, nicht aus Liebe zur Bewegung. Genau. Und darum sollte es eigentlich gehen, jetzt, wenn wir jetzt einfach mal beim Thema Bewegung bleiben, dass man dann sagt, ich habe heute richtig Bock rauszugehen. Ja, genau. So richtig Bock Fahrrad zu fahren und nicht, ich fahre Fahrrad, weil ich will ja so bald sein wie Freely. Ja, genau. Oder bald fit sein wie Harley. So, so. Als Mittel zum Zweck quasi. Genau, ja. Ja. Und Ja, mega cool. Was mich da auch voll